meine Lieben, so, Shawar und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir mal Minecraft Endergame. Nö. So Leute, heute zeige ich euch mal wieder ein freshes Minecraft Endergames Kit. Und zwar spielen wir heute mit dem Diebeskit. Die Fähigkeiten sind, er hält beim Öffnen einer Truhe sofort den Inhalt und kriegt dann den Speed-Effekt, Leute. Das ist natürlich ein richtig nice Effekt. Was genauso nice ist, ist der krasse Shader, Leute. Und wisst ihr, was noch krass ist, Alter, Leute? Wir haben einfach 2 Zuschauer, haben wir einfach in der Runde, Leute. Und ich finde das einfach mega krass. Mega, 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 mega krass, dass wir einen Zuschauer einfach drin haben. Und das ist nice. Nice. Aber Leute, jetzt zeige ich euch einfach mal den Effekt vom Kit. Hier, Leute, seht ihr direkt, Alter. Die haben überhaupt keine Chance. Ich loote hier alle schon direkt weg. Hier, zack. Hier habe ich das Stuff bekommen. Hier auch. Ja, insofern Stuff vorhanden war. Oh, und hier unten ist direkt eine Kiste. Looten wir auch mal auf Anhieb. Zack, Alter, easy, Leute. Bauen wir uns mal den ersten Baum ab. Nachdem wir jetzt voll equipped sind, Leute, können wir uns mal auf die Suche machen nach anderen Gegnern, die hier in der Nähe uns vorschweben. Es ist einfach mega geil. Ich muss nur eine Kiste anklicken und schon kriege ich richtig schnell einen Schnelligkeitseffekt, Leute. Das ist einfach ultra nice. Aber das Kit Deep ist auf jeden Fall richtig fresh, Leute. Was viele immer denken ist, dass ich einfach alle Kits schon in Endergames habe. Habe ich aber gar nicht. Ich habe eigentlich nur so 4 Kits, aber ich habe einfach voll Glück immer beim Kistenziehen. Da ziehe ich immer freshe Kits. Die ganze Serie hier finanziert sich einfach dadurch, dass ich immer Kisten öffne aufkomme. Da kriege ich immer die ein oder andere gute Sache raus. Also ich fand es nicht lustig und ich habe auch nicht gelacht. Ey Leute, wenn ich die jetzt verwerfe, dann bin ich tot, gell? Nein, doch. Wenn ich die Enderperle jetzt verwerfe, bin ich tot. Wir müssen alle unsere MLG-Kräfte sammeln. Alle unsere MLG-Kräfte auf einen Punkt zentrieren und... Wow, das war's dann wieder komplett. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja. Warten wir einfach, bis wir geportet werden, Leute. Was ich nicht check ist, wieso sich jemand Sub-Premium kauft. Also ich meine, das ist schon ein bisschen die Geldverschwendung. Würde ich schon fast behaupten, ehrlich gesagt. Aber kann ja jeder für sich selbst entscheiden, was er sich kauft und was nicht. Ich bin, will euch da ja nichts vorschreiben. LOL. Alter. Ja, ciao, Alter. Wer hat denn das gemacht? Domme. Dass du immer so einen Scheiß machen musst. Ey. Wenn ich jetzt deswegen gestorben wäre, Leute, Rage wäre incoming gewesen. Nö. Ich schieß mal ein paar Pfeile hoch. Was? Als ob genau in dem Moment ich gestorben bin. Als ob wir uns genau in dem Moment getauscht haben, als sie runtergesprungen ist. Also entweder das ist die krasseste Spielerin aller Zeiten und sie hat einen Schneeball geworfen oder es war der fetteste Zufall aller Zeiten. Aber wir hängen noch eine Runde dran. 2000 Jahre später. Okay, Leute, leider habe ich jetzt keine neue Runde gefunden, weil in Endergames sind leider im Moment ein bisschen wenig Spieler und wir haben auch mittlerweile schon 12 Leute. Deswegen gehen da nicht so viele Spieler rein. Oder nee, was laber ich von 12? 22 Uhr. Deswegen gehen da nicht so viele Spieler rein. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Hier findet ihr die anderen Videos. Wenn euch gefallen hat, dann lasst mir doch eine Bewertung da. Haut rein, mach's gut und... Ciao.